Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Heute geht es um ein ganz anderes Thema, nämlich um Rezo. Rezo hat vor ein paar Tagen ein Video gemacht, TikTok sagt, warum du in der Hölle kommst. Er hat ein Video gemacht, wo er verschiedene TikTok-Videos von Christen, von unterschiedlichen Menschen einfach eingeblendet und sich teilweise lächerlich gemacht. Aber auf der Seite kann ich ihn auch verstehen, dass in TikTok so eine Katastrophe herrscht, wo ich einfach selber sage, ich distanziere mich davon. Aber nichtsdestotrotz war sein Video so schlecht, dass wir einfach darauf reagieren wollten. Wir wollten auf ein paar wichtige Punkte, ich würde nicht auf alles reagieren, aber ein paar wichtige Punkte drauf eingehen und dass ich sage, das ist die Zerstörung des Rezo. Dass wir einfach sagen, entweder hat er leider den Hintergrundwissen nicht und vielleicht hat er das nicht bewusst gemacht. Oder er hat sich einfach nicht beschäftigt und sich lächerlich gemacht und das fanden wir nicht in Ordnung. Und da will ich ein paar Punkte drauf eingehen, dass es einfach tiefe Missverständnis von seiner Seite gibt und wahrscheinlich einfach, ja, sich einfach nicht beschäftigt hat und da will ich drauf eingehen. Wir wollen mal einfach anfangen mit seinem Video, was er sagt. Ich würde gerne das Video auch zusammen gucken mit euch. Wie, Digga? Er ist auch ein gerechter Gott. Er muss Ungerechtigkeit bestrafen. Er muss Menschen bestrafen wie Hitler. Er muss Menschen bestrafen wie Stalin. Er muss Menschen bestrafen wie dich. Yo, Digga, ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Wie kann ich denn die dritte Person in dieser Aufzählung sein? Ist es wirklich angemessen, dass ich dahin gehöre? Yo, ich mache gerade eine Liste von Leuten, die bestraft werden sollen. Wer fällt dir da ein? Also durch Stalin sind viele Millionen Menschen gestorben. Der sollte auf jeden Fall drauf. Ja, den schreibe ich auf jeden Fall auf. Aber wer sonst noch? Ja, und Adolf fällt mir natürlich direkt ein. Der hat einen Weltkrieg gestartet und literally Einrichtungen gebaut, um möglichst viele unschuldige Menschen zu töten. Ja, okay, der sollte auf jeden Fall auch bestraft werden. Wer fällt dir sonst noch? Und du. Bitte was? Du musst bestraft werden. Wegen deines Homo-Shits. Ey, gucken wir uns einfach mal. Hier gibt es ein Riesenmissverständnis. Natürlich ist jemand, der normales Leben führt, nicht vergleichbar mit jemand, der wie Hitler und Stalin. Aber in erster Linie nicht. Aber der biblische Prinzip, der Botschaft der Bibel, ist klar, dass jeder Mensch Sünder ist. Dass jeder Mensch Vergebung braucht. Und vielleicht fragst du dich, ich habe doch nichts gemacht. Für was brauche ich Vergebung? Also es geht nicht darum, okay, sich mit diesen Menschen vergleichen, sondern erkläre ich mal mit einem Beispiel. Die Bibel sagt ganz klar, dass jeder Mensch Sünder ist. Okay, wie erkenne ich das? Ein Beispiel, du brauchst einen Spiegel, um dein Gesicht wieder zu erkennen. Das heißt, du brauchst einen Spiegel, wie deine Nase aussieht, wie dein Mund aussieht oder wie deine Auge aussieht. Und du kannst ohne diesen Spiegel nicht selber sehen. Und du vertraust diesen Spiegel, um zu sehen, okay, wie du aussiehst. Und so ist es in der Bibel. Die Bibel ist dieses geistliche Spiegel, um zu sehen, dass wir Sünder sind. Okay, dann fragst du dich vielleicht, wie erkenne ich das? Wie erkenne ich, dass ich ein Sünder bin? Okay, fragst du dich, ich bin ein guter Mensch. Der Punkt ist, Jesus sagt in einer wichtigen Stelle, ihr habt gehört, ihr sollt nicht morden. Dann sagst du, ey, ich habe nicht gemordet. Aber Jesus geht einen Schritt weiter, um dir zu zeigen, dass du als Mensch und ich und wir alle nicht schaffen. Sag, wenn du jemanden von Herzen hasst, dann hast du im Herzen gemordet. Warum? Weil Hassen ist der Wurzel von Morden, weil da fängt's an. Und die Bibel sagt, der Prinzip der Bibel ist, wenn du das hier nicht geschafft hast, dann bist du ein Sünder. Egal wie viel Tat du gemacht hast, natürlich, ich bin der Meinung, Sünden haben Stufen. Aber ich bin der Meinung, ich, du, alle wir andere sind Sünder, schaffen das nicht. Warum? Weil wir diesen Schritt im Herzen getan haben. Oder jeder hat mal gedacht, oh, ich würde gerne das stehlen. Oder ich würde gerne das machen. Und das ist das, dass die Bibel ganz uns eindeutig sagen möchte, wir schaffen das nicht, weil wir im Herzen das angefangen haben. Und
alle Menschen sind Sünder. Und das ist das gemeint. Vielleicht hat der TikToker nicht ausführlich genug erklärt. Einfach nur gesagt, Stalin muss bestraft werden, Hitler muss bestraft werden und du. Aber der Prinzip steckt dahinter, weil du auch im Herzen gesündigt hast. Und warum? Weil Gott perfekt und heilig ist. Und keiner kann bei einem perfekten Gott, heiligen Gott, da sein. Und weil Gott einfach perfekt ist. Und das ist der Punkt, dass Jesus Christus perfekt gelebt hat und alle Gebote Gottes gehalten hat und für dich am Kreuz gestorben ist, damit du dieses perfekte Geist, dieses Leben hast, wie er gelebt hat. Aber es heißt nicht, dass du keine Fehler mehr machst. Trotzdem machst du Fehler und erkennst du immer diesen Fehler und bereust und tust dafür Vergebung. Gott lässt sich nicht spotten? Spotten. Ich dachte gerade, dass Gott so krass ist, dass der im Gym sich nicht spotten lässt. Also spotten heißt ja, dass wenn du irgendwie Bankdrücken machst, dass jemand von hinten steht und wenn du es nicht mehr schaffst, dann greift er rein und zieht das Gewicht so hoch, damit du nicht erdrückt wirst von dem Gewicht, was du nicht mehr hochkriegst. Aber Gott, der lässt sich nicht spotten. Digga, der geht ins Gym rein, 400 Kilo Bankdrücken. Die Leute so, ey Gott, sollen wir dich nicht spotten? Und der so, nee Digga, ihr kennt das, ihr wisst die Regel. Ja, ich finde es schade, dass er so weit geht, sich lustig macht und lächerlich macht. Gott lässt dich nicht spotten und Bild zeigen. Und ich finde, dass es zu weit geht. Wenn wir seine Welt anschauen, uns lustig machen und Memes machen, weiß ich nicht, wie er sich fühlt oder viele fühlen sich auch nicht. Und er macht genau dieses Video, weil er sich angegriffen fühlt, meiner Meinung nach. Und ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Deswegen versucht er und ich irgendwie sich auch lächerlich zu machen. Aber ich finde es, das ist nicht sachlich, wenn man mit so einer Sache kommt und sagt, Gott lässt dich nicht spotten und Jims Beispiele holen und irgendwas zeigen. Das ist halt für mich, dass man einfach vielleicht keine Argumente hat. Und die Punkte, die er auch besprochen hat, würde ich auch ehrlich gesagt auch gleich rein eingehen. Das nächste Thema ist es, geht es sehr stark um die Homosexualität. Ich würde gerne auch das Video kurz zusammen mit euch gucken und mit euch mal einfach mal paar Sachen durchgehen, was ihr dazu denkt. Vor diesem Hintergrund, in so einer Welt, dann einfach so leichtfertig TikToks zu machen, wo man sagt, dass so Homosexualität ja eine Sünde ist und vom Teufel eine Lüge und die sollen in die Hölle kommen, weil sie da leiden sollen und die sollen bestraft werden, so wie Hitler und Stalin und die sind nicht okay, wie sie sind und müssen anders werden, dann ist das nicht okay. Wenn man das Problem hat, dass eine bestimmte Personengruppe auf Basis ihrer Sexualität verfolgt, teilweise verprügelt, teilweise auch getötet wird, weil sie nicht okay sind. Und man dann sagt, die sind nicht okay wegen ihrer Sexualität, die sind nicht okay, wie sie sind, dann ist das fucked up. Das ist nicht eigene Wertevorstellung, das ist nicht tolerierbar. Denn Intoleranz darf nicht toleriert werden, sonst stirbt die Toleranz. Kennt ihr. Und an dieser Stelle habe ich auch gar keinen Konter aus der Bibel. Vorhin konnte ich noch sagen, so, yo, Kreuzzüge ist nicht in Jesus Sinne gewesen, so kann man alles super belegen. Ja, hier gibt es auch wieder ein großes Missverständnis. In der Bibel können wir so gut ableiten, dass jeder Mensch wertvoll ist, dass jeder Mensch wichtig ist, dass jeder Mensch geliebt ist von Gott. Und gleichzeitig, dass jeder Mensch auch Sünder ist, abgesehen raus davon Homosexualität. Aber es geht nicht darum, weil jemand homosexuell ist, der ist als Person nicht okay. Die Tat ist eine Sünde. Aber es bringt nichts, wenn man sagt, ja, du sollst nicht mehr homosexuell sein, aber kein Problem. Es ist viel wichtiger, diesen Person, das Evangelium, dass er Gott braucht, Sünder ist nicht, also jeder Mensch, nicht nur ein Homosexueller. Jeder Mensch, ganz klar zu sagen, dass er Gott braucht und wir alle Gott brauchen. Und wenn er glaubt oder die Person oder er oder sie sagt, okay, ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist. Ich glaube, dass Jesus meine Sünden getragen hat. Und dann kann man über die Versen reden. Dann kann man dann austauschen über die Versen, über Homosexualität. Ist es, was sagt die Bibel dazu? Das ist gar kein Problem.
Aber viel wichtiger ist es, dass ein Mensch gerettet werde. Abgesehen von allen Sünden, was er tut, dass er seine Sünden bereut. Egal was, also nicht nur Homosexualität. Das wird so emotional rein, man steigert sich so emotional rein und sagt man, ja, Christen finden dieser Menschen nicht okay. Also wenn ein Christ das nicht verstanden hat, dass jeder Mensch wertvoll ist, wichtig ist vor Gott, dann weiß ich nicht, ob er das Kern des Christentums oder der christliche Glaube verstanden hat. Und deswegen, hier passiert ein großes Missverständnis und ich würde euch echt empfehlen, dass ihr einfach seht, dass die Liebe Gottes größer ist als alles andere. Das Ding ist, Queerfeindlichkeit kann man easy aus der Bibel ableiten. Manche leiten das direkt so aus der Schöpfungsgeschichte ab, weil Adam und Eva ja die Welt bevölkern sollten, Mann und Frau sollen zusammen Kinder bekommen. Aber es gibt auch Stellen, da steht das viel direkter drin. Da steht zum Beispiel drin, dass das eine Sünde ist und diese Leute getötet werden sollen. Also das hat ja auch ein allgemeines Thema geöffnet. Bibelstellen aus dem Alten Testament gezeigt. Also die Stellen muss man in einen Kontext gucken und die Geschichte in der Antike verstehen, warum, wieso und weshalb das gesagt wurde. Ich würde die Stellen 1:1 hier nicht bearbeiten können, das Video wird zu lang sein. Ich bin dabei mit einem Professor, die jede Stelle aus dem Alten Testament, die um Gewalt geht, darüber zu reden, wie ist das zu verstehen. Und da ist es halt nur kurz gesagt, dass es im Alten Testament der alte Bund ist. Der alte Bund und im Neuen Testament haben wir das neue Bund. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz erfüllen. In ihm hat sich das alles erfüllt. Das heißt, wenn jetzt jemand oder Mose hierher kommen würde und sagt, hier sind die Stellen, die wir jetzt steht, die er zitiert hat. Wir sagen, nein, Mose, wir leben jetzt im neuen Bund. Im neuen Bund hat sich alles in Jesus erfüllt. Es wird nicht akzeptiert von Christen, wenn er diese Stellen als heute richtig sieht. Heute sind das falsch, diese Stellen. Und falsch in dem Sinn, wir glauben an diesen Geschichten und die passiert sind. Aber kein Christ wird es heute das praktizieren, sagen, ja, in das steht, dass Mose so Kriege geführt hat und wir sollen das auch machen. Wir sagen sofort Stopp. Der Punkt ist, dass wir im neuen Bund leben und im neuen Bund hat sich das in Jesus erfüllt. Und deswegen ist es wichtig, dass man das alte und neue Bund kennenlernt, was damit gemeint ist und ich spreche allgemein, ein Christ, der das nicht verstanden hat, den neuen Bund, dann weiß ich nicht, wie man dieser Person helfen kann. Und jetzt würde ich gerne doch auf das Neue Testament eine Stelle eingehen. Ich würde auch die Stelle kurz einblenden. Und an einer Stelle steht auch, wenn du ein Mann bist und Single, dann sollst du dir keine Frau suchen, sondern Single bleiben. Diese Stelle, also ich bin auch sehr fokussiert auf das Neue Testament, ist einfach nicht richtig. Paulus, Apostel Paulus, schreibt an den Korinth. In Korinth wird ganz klar gesagt, dass ist es besser, wenn du nicht heiratest. Es ist aber kein Befehl, sondern eine Empfehlung. Aber wenn du nicht kannst, heirate. Und wenn man den Kontext ein bisschen guckt, Paulus will damit sagen, die Zeit in Gottes Reich zu investieren, ist viel, viel sinnvoller, weil Jesus kann jederzeit wiederkommen, in Gottes Reich zu investieren, als in eine Familie. Aber er sagt nicht, dass Familie schlecht sind, sondern er ist für Familie, er sagt ja, wenn du nicht kannst, heirate. Er sagt, dass wir das nicht tolerieren, Homosexualität, Sex für die Ehe, wahrscheinlich auch Abtreibung, aber genau toleriert er unsere Meinung nicht. Also in dem Punkt, wenn wir sagen, es gibt meiner Meinung nach, die kann ich auch begründen, dass Mann und Frau gibt, zwei Geschlechter. Er toleriert nicht diese Meinung und das ist halt die Gefahr, dass er selber nicht erkennt, dass er nicht andere Meinung akzeptiert
und dass er sich angegriffen fühlt. Der andere Menschen auf Basis ihrer Sexualität, ihrem Geschlecht, ihrem Aussehen, ihrer Herkunft, ihrer Religion, was auch immer, einen anderen Wert gibt oder sagt, dass sie deswegen nicht okay sind, wie sie sind, dann fick dich und fick dein Gott. Und das ist, denke ich mir, was ist denn der Unterschied, wenn er so sagt, wir akzeptieren das nicht, aber er akzeptiert unsere Meinung nicht. Und das ist halt für mich so dieses Bubble, das man selber nicht wahrscheinlich erkennt. Okay, was eigentlich sehr wichtig war, der hat in einem Video gesagt, dass Christen, bibeltreue Christen, wahrscheinlich mit Fundamentalisten meint er, dass die immer eine Ausrede haben. Drei Begründungen. Lass uns das erste Begründungen gucken, was er damit meint. Und ich würde euch das auf jeden Fall auch kommentieren. Drei Begründungen für. Nummer eins ist, das ist einfach Quatsch, was da steht. Denn jeder informierte Christ weiß, die Bibel ist nicht direkt Gottes Wort, sondern mindestens Gottes Wort in Menschenwort. Das heißt, Menschen haben das geschrieben, die ihrem Zeitgeist unterlegen waren, die den kulturellen Wertevorstellungen der damaligen Zeit unterlegen waren, die auch dementsprechend Vorurteile und so hatten. Die haben das geschrieben. Kann da was schiefgehen? Ja. Genau, das Erste, was er gesagt hat, das ist alles Quatsch und dass die Bibel Gottes Wort in Menschenwort ist. Und da kann man Fehler passieren, da kann, meinte er, solche Sachen. Und der Punkt ist, ich erkläre mal, wie die Inspiration der Bibel zu verstehen ist. Die Inspiration der Bibel ist nicht so wie im Islam. Man geht, der Prophet ist in eine Hülle, bekommt eine Offenbarung und das ist das Inspirierte, sondern wir glauben tatsächlich, dass es Gottes Wort in Menschenwort ist. Wie ist es damit zu verstehen? In Johannes Evangelium ganz am Ende steht es, dass Johannes sagt, es gibt viele Wunder, die Jesus getan hat, aber ich habe 7 bewusst ausgewählt. Oder Lukas sagt, wie er sein Evangelium geschrieben hat. Da sieht man, dass er sagt, ich habe bewusst diese Wunder gewählt, aber vielleicht jemand anderer hat andere Wunder gewählt. Das heißt, wir sehen, dass dieses menschliche Element ist da. Da ein echter Mensch da schreibt. Aber dieser Mensch ist gleichzeitig von Gott inspiriert. Okay, wie ist das zu verstehen? Ich habe für euch eine Skizze gesucht, euch ein bisschen besser zu erklären, wie das zu verstehen ist. Das nennt man die Methode der Kontextallusierung. Also die Skizze könnt ihr genau gucken. Zum Beispiel die neutestamentliche Anweisung ist da. Also die Stellen sind da. Und dann muss man diese Stellen mit der antiken Kultur angucken. Und dann muss man den theologische Prinzip, der Sinn der Stelle angucken und in der modernen Kultur das zu verwenden. Das nennt man kontextualisierte Anweisung. Das heißt, wenn wir eine Stelle gucken, die damals geschrieben ist, natürlich ist es in eine andere Kultur die, wie heute, aber der Sinn bleibt trotzdem der gleiche. Und das ist das, was Christen bibeltreue Christen das bis heute verstehen. Der zweite Punkt. Okay, die zweite Begründung, warum Christen sagen, dass sie nicht daran glauben, was da so steht, ist, dass Jesus teilweise manche Regeln überschrieben / ausgehebelt hat. Also manche Christen sagen, dass Jesus gekommen ist und deswegen gemacht hat, dass man manche Regeln, die in der Bibel stehen, jetzt nicht mehr so befolgen braucht. Die zweite Begründung, was er genannt hat, ist, es halt für mich keine Begründungen, sondern Behauptungen. Und Behauptungen, die keine Begründung haben, sind einfach sehr schwach. Und das zweite war, was er genannt hat, dass Jesus gekommen ist, dieser Gesetzen so wie Muslime immer sagen, abrogiert hat. Wir haben den Prinzip Abrogation nicht, aber das heißt, was ist mit Abrogation gemeint? Diese Stelle gibt's und eine neue Stelle kommt und der hebt auf. Nein, Jesus sagt, in ihm ist das erfüllt. Zum Beispiel, er hat auch den Beispiel genannt, ja, Samstag sollte man nicht arbeiten oder das ist natürlich in der damaligen Kontext gemeint gewesen und in der damalige Antike. Und heute, Jesus hat die Gebote in ihm erfüllt. In ihm haben wir den Sabbat. Wir müssen nicht mehr Samstag, sondern in ihm haben wir die Ruhe. Sabbat ist die Ruhe. Und das ist halt, was Jesu nicht versteht mit dem alten Bund. Der alte Bund
sagt, dass der Mensch durch Gesetz lebt, aber das neue Bund sagt, dass der Mensch durch Jesus Christus ewiges Leben hat und lebt. Und das ist halt, dass er nicht damit gemeint ist, Jesus gekommen ist, weil das ihr besser findet, sondern er sagt, das ist die Strafe von, das ist die Strafe, die jeder Mensch die Konsequenz tragen muss. Und Jesus hat diese Konsequenz getragen und in ihm hat sich das erfüllt. Wir gucken die dritte Begründung. Dritte Begründung, weshalb Christen sagen, dass sie nicht daran so glauben, wie es da steht, ist, indem sie einfach sagen, ich glaube, das ist anders gemeint. Und das ist so der Go-To-Weg für die Leute, die sich bibeltreu nennen. Also die sozusagen sagen, ich glaube an 100% in der Bibel. Dann hast du ja erstmal ein Problem, weil da viele Regeln sind, an die du dich nicht hältst. Und dann sagst du einfach, nee, die Regeln bedeuten alle was anderes. Also als Frau sagst du zum Beispiel, da steht zwar, die Frau darf in der Gemeinde nicht reden, aber ich guck mal in den Originaltext und das Wort kann man auch so übersetzen und vielleicht ist mit Reden nur Predigen gemeint. Und wenn sie dann trotzdem TikToks machen, indem sie über Glauben predigen, dann sagen sie, ja, aber das ist ein anderes Predigen als das, was da drin gemeint ist. Ich glaube, das ist alles anders gemeint. Ich bin bibeltreu. Ja, das Problem ist hier, leider gibt es auch nicht genug den Hintergrundwissen. Erstens zum Beispiel in Korinth diese Stelle gibt, ja. Das ist wieder auch kultureller Kontext, muss man genauer gucken, was es damit gemeint ist. Damals könnten Frauen nicht die Tora zum Beispiel auch studieren. Deswegen wussten die vieles nicht. Erstens. Zweitens, wenn du sagst, dass Frauen, also in der Bibel ist klar, dass Frau oder Mann das Wort Gottes weiter verkündigen soll. Ob das auf TikTok ist, Insta, YouTube oder auf der Straße ist. Wie willst du Menschen erreichen mit dem Evangelium, mit dem Wort Gottes, dass er Rettung braucht? Und das ist zum Beispiel die Frauen, die am Grab waren, haben auch erzählt, dass Jesus auferstanden ist. Man kann darüber diskutieren, ob eine Frau Pastoren oder Ältesten oder predigen darf. Das kann man darüber reden, da gibt es ja viele Debatten. Aber trotzdem ist es nicht damit gemeint, dass eine Frau nicht über Jesus auf TikTok erzählen darf. Da sind also die Frauen damals, vor 2000 Jahren, haben über die Auferstehung erzählt. Und da denke ich mir, da muss man genau ein bisschen aufpassen, dass es nicht so ist, dass sie sich, also er will damit mit anderen Wörtern sagen, die Christen drehen das, wie das denen passt, aber das stimmt nicht so. Kann geben, ja, aber ist es so? Nein. Und deswegen lasst euch auch nicht davon, manipulieren. Fertig. Das heißt, wenn du basically die Bedeutung von allem so ein bisschen drehst und wendest, dann kannst du dir immer noch einreden, dass du an alles zu 100% in der Bibel glaubst. Das waren die drei Wege, weshalb Christen nicht exakt das glauben, was da so steht in der Bibel. Genau. Der Punkt ist jetzt, dass wir vielleicht kurz auf Riso gehen. Also bei ihm ist es halt, man merkt, dass er politisch sehr linksorientiert ist. Das ist auch seine Meinung, das akzeptiert man. Aber dass er meiner Meinung nach mit der Masse geht, mit der Gesellschaft gebunden ist. Zum Beispiel, wenn die Gesellschaft sagt, das ist richtig, sagt, das ist richtig. Das ist falsch, sagt ihr, das ist auch falsch. Das heißt, er guckt in dem Sinn, er hat, also für uns in der Bibel, das ist das richtig, was in der Bibel steht. Und für ihn ist halt, die Gesellschaft ist sehr gebunden und abhängig. Und das sehen wir tatsächlich eine Gefahr, wie wir es immer mal in der Geschichte hätten. Und ich denke, Christen sollte bewusst sein, wir lieben homosexuelle Menschen, wir lieben Menschen, die Probleme haben, jeder Mensch. Also was ist damit gemeint? Also wenn ein Mensch zu Gott kommt, zum Beispiel die Geschichte in der Bibel mit Johannes 8, die Pharisäer holen eine Frau und diese Frau sollte gesteinigt werden. Jesus sagt nicht, steinigt sie nicht, sondern sagt, ja, sie hat die Sünde getan. Die sollte eigentlich die Konsequenz tragen, aber wer von euch ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Was haben die gemacht? Jeder war von ihr Gewissen getroffen, sind gegangen, weil sie selber Sünder waren. Und Jesus ist alleine dort geblieben. Und er hat auf Boden erstmal geschrieben, auf Sand. Und in der Bibel steht auch, im Alten Testament, Gott schreibt unsere Sünden auf Erde. Warum Erde? Weil Wind kommt und flieht. Und Jesus bleibt mit dieser Frau alleine, ein seelsorgerisches Gespräch und sagt,
Frau haben die Ankläger dir nicht angetan. Und dann fragt man sich, wo ist der Mann eigentlich? Der Mann war nicht da. Und eigentlich zu Ehebruch gehören zwei. Und da fragt Jesus, haben die dir nichts angetan? Sagt nein. Und sagt Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Ich nehme dich an, wie du bist. Egal wer du bist, egal welche Probleme hast. Das ist halt der biblische Prinzip. Ich glaube, jeder Mensch hat mit Sünden zu kämpfen um Probleme. Aber Jesus sagt, ich nehme dich an, wie du bist. Egal wer du bist. Aber wenn du bei mir bist, verändere dich. Und sagt Jesus, sündige nicht mehr. Und die Frau geht. Und eigentlich war das Gesetz nicht falsch. Aber weil die Vergebung viel größer als das Gesetz ist, Jesus hat diese Frau vergeben und sagt, tu das nicht mehr. Und das ist halt dieses biblische Prinzip, dass jeder Mensch, egal wer das ist, wichtig ist, wertvoll ist und geliebt ist. Und das hat Rezo nicht so richtig rübergebracht. Und dass es rüberkam, Christen hassen queere Menschen. Aber das stimmt nicht. Ich habe öfter, also wenn du auch guckst, hier habe ich mit Menschen geredet, die anders denken und auch queer sind und ich den so wertschätze und sogar jetzt, wenn es geht, mit denen auch gerne weiter rede. Und deswegen, hab diese Liebe, lass dich nicht von TikTok ernähren oder mach das einfach nicht so, dass du was verbreitest und ja, bete zu Gott, zu dieser Liebe, dass er dich erfüllt und er kann dir nur dieser Liebe geben. Er kann dich nur erfüllen. Nichts was anderes, nichts was du dir denkst oder Reichtum, das, sondern er kann dir diese Erfüllung geben. Und das ist Jesus Christus. Amen.